Sagt er von den Schwaben, dass sie eher, also das sag nicht ich, liebe Zuschauer zu Hause, nicht falsch verstehen, dass die Schwaben eher geizig sind. Ne? Also das sind alles, glaube ich, nur Vorurteile. Ne? Und dann habe ich zu meinem nächsten Gast gesagt, weil der kommt nämlich raus aus dem Schwabenländle, ich sag dich heute mal ganz groß an, wissen Sie, was der geizige Hund gesagt hat? Das kannst du dir sparen. Ne? Da fängt schon an. Also da habe ich gesagt, dann mache ich es ganz klein. Dann herzlich willkommen, alles Gescheitle. Ja, so, grüß Gott. Grüß Gott. Ja, ich bin heute das erste Mal unterwegs mit meinem Kai Rüdiger. Ja, mit dem Kai Rüdiger. Eigentlich darf er ja noch gar nicht raus, gell? Er darf da eigentlich gar nicht raus, weil er ist noch nicht getauft. Ja, und wenn du nicht getauft bist, darfst du bei uns nicht auf die Straße, gell? Aber wir sind trotzdem raus, gell? Wir wollen auf dem Weg sein, mal in den Kindergarten, um ihn anzumelden. Ja, da muss man bei Zeit los, ne? So ein Kita-Platz, der ist gesetzlich garantiert, aber garantiert gibt es ja nicht genug. Deshalb musst du bei Zeit los ihn anmelden. Ich sehe das bei Nachbarn, dem Samuel, der fährt jetzt noch mit dem Dreirad und hat schon seinen festen Platz beim Führerschein. Ja, und mit so einem Kinderwagen, wenn du durch die Stadt laufst, brauchst du immer mehr Zeit. Du brauchst immer mehr Zeit mit dem Kinderwagen, wegen der Frauen. Wenn die Frauen einen Kinderwagen sehen, da können die gar nichts dafür. Die rennen über die Straße von der anderen Gehwegseite. Da musst du aufpassen, dass kein Auto kommt, sonst kriegst du eine Teilschuld als Führer eines Kinderwagens. Und da setzt bei denen der Mutterinstinkt ein. Da kennen die gar nichts dafür. Ich hab's erlebt in der ersten Reihe. Reiheweise ist da Muttermilch eingeschossen. Die waren batschnass. Da, na, wie sie guckt. Da dauert's auch nicht mehr lang, oder? Sie wollen bestimmt meinen Kai Rüdiger mal sehen. Hä? Soll ich mal rausholen? Ich hole ihn mal raus, Freund. Kai Rüdiger? Kai Rüdiger? Kai Rüdiger? Ja, hab ich denn überhaupt dabei? Ach, jetzt weiß ich's, der spielt immer so gern Verstecke mit mir. Hä? Willst du suchen oder soll ich? Hä? Ich zähle aus. 1, 2, 3, Zucker in den Brei, Butter in den Kuchen und du musst suchen. Suchen musst du lange nicht, sag mir erst, wie alt du bist. Ich zähle aus, ist egal. Eckstein, Eckstein, alles muss versteckt sein, hinter mir, vor mir, gilt jetzt nicht, ich komme. Wo ist denn der Kai Rüdiger? Wo hat er sich denn versteckt? Ah, der Papa hat eine Idee. Ah, da liegt er. Kai Rüdiger, komm mal raus, die Tante will dich sehen. Guck mal. Hä? Das ist doch klar. Ist doch euer Gesicht, oder? Euer Gesicht. Ja. Wie muss ich ihn jetzt halten? Senkrecht. Nein, der kann das Köpfchen noch nicht heben. Dann lege ich ihn auf den Rücken. Nein, das ist nichts wegen der Wirbelsäule. Dann auf den Bauch. Nein, da kotzt er. Ist auch nichts. Dann hebe ich ihn so. Ja? Ja, was sehe ich denn da? Hast du wieder Spielsachen dabei? Der hat immer Spielsachen dabei. Komm. Ein Ball, na du mal Kopfball spielen. Ha? Achtung, Achtung. Hopp, jawohl, jawohl. Ha? Der Kai Rüdiger. Also, aber jetzt muss ich weiter in den Kindergarten, weil sonst kriegen wir keinen Platz mehr. Gell? Also, ade miteinander. Ha? So.